heute den Eindruck, dass gerade eine schwierige Wegstrecke vor dir liegt? Dass der Aufstieg zum Gipfel mühsam ist? Ich kenne solche Wegstrecken in meinem Leben auch. Und ich bemühe mich immer schneller darin zu werden, mit Gott an meiner Seite sie schnell zu überwinden. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir einfach neu Kraft schöpfen müssen, wo wir neu erfrischt werden müssen von seinem Wort, von seiner Zusage, wo wir neu dieses Dennoch des Glaubens erleben und wo Gott treu ist und in seiner Treue zu uns steht und wo wir es auch merken, dass er einfach an unserer Seite stets und ständig mit uns geht. Wir denken manchmal, dass wir auf diesen Wegstrecken so alleine sind. Aber ich bete, dass heute sein Wort dich erreicht, dass wenn diese Wegstrecke dich vielleicht auch zum Fallen gebracht hat oder irgendetwas dazwischen gekommen ist, dass das nicht so weiter fortzusetzen war, wie du das gedacht hast. Ich weiß, dass Gottes Wort immer zu uns kommt. Sein Wort ist immer ein heilendes Wort, ein befreiendes und ermutigendes Wort. Sein Wort ist etwas, was uns wieder stärkt und neue Zuversicht gibt für den nächsten Abschnitt, dass uns das Ziel wieder vor Augen malt, dass wir dieses Ziel im Horizont sehen und darauf hinzugehen. Ich weiß von David, dass er von einer schwierigen Reise zurückkam und er kam nach Ziklag und alles war verbrannt, seine ganze Familie, alles war verschleppt worden vom Feind. Und dort gibt es eine ganz, ganz wichtige Stelle, die mir auch immer wieder in diesen schwierigen Wegstrecken eine echte Hilfe ist. Denn dort heißt es, David aber stärkte sich in Gott, seinem Herrn. David stärkte sich. Er suchte Gott in dieser schwierigen Situation, in dieser schwierigen Wegstrecke. Er stärkte sich, heißt auch, er holte sich diese Ermutigung, diese Zuversicht, diese Stärke, diese Kraft, diese neue Ausrichtung, diesen neuen Plan, diese neue Wegstrecke von Gott ab. Er nahte sich Gott und er ließ den Herrn in sein Herz hineinsprechen. Und das möchte das Wort Gottes heute auch für dich tun. In dem Psalm gibt es einen Vers, einen Satz, da heißt es, der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten. Gegen alle Anläufe des Feindes, die dir heute vielleicht auf deiner Wegstrecke passieren, die dich vielleicht zum Fallen gebracht haben oder zum Fallen bringen möchten, steht immer noch, dass der Herr dir wieder aufhilft. Wenn du dir das bildlich vorstellst, wie jemand einen anderen, der gestolpert ist oder der müde ist oder der gefallen ist, aufhebt, so musst du dir das mit Gott auch vorstellen. Gott möchte dich hochheben. Er möchte dich stützen. Er möchte dich aufrichten, dass du nicht kampflos am Boden sitzen bleibst und aufgibst, sondern dass du mit ihm an deiner Seite weitergehst, dass du aufstehst. Er richtet auf alle, die gefallen sind oder die niedergebeugt sind, die niedergeschlagen sind, die keine Perspektive im Moment haben. Der Herr richtet dich jetzt gerade auf in der Wegstrecke, die für dich so unmöglich aussieht, wo du sagst, dafür habe ich keine Kraft mehr. Das ist zu schwierig. Ich sehe auch das Ziel nicht mehr. Jetzt gerade richtet der Herr in deinem Herzen ein Zeugnis auf darüber, dass er an deiner Seite ist. Er ist treu und er ist zuverlässig und er ist an deiner Seite. Er richtet dich auf und geht mit dir durch diese nächste Wegstrecke. Ich wünsche dir, dass du dich ganz fest an seiner Hand hältst und dass du erfährst, in dieser nächsten Wegstrecke, auch da hat Gott mehr für dich.